Warte, 1, 2, 3. Okay, und den Arm, ich muss ihn erst greifen und dann ziehe ich ihn hoch. Das ist die Mannequin. Okay, stopp. Das ist, glaube ich, nicht gut für den deutschen Vanessa, wenn ich die Pose jetzt irgendwie... Und jetzt nehme ich den Arm. Und jetzt musst du deinen Bauch einziehen. Na, so, dass deine Hüften reingehen. Vanessa, ich tue das Beste gerade schon, damit ich so aussehe. Okay, und jetzt drücke ich dich runter. Schneller. Ich kann nicht weiter, meine Knie tun. Hör einfach laut Videos weiter, Kelly. Ist auch gar kein Problem. Artikel 13 fickt uns doch eh alle weg noch. Kannst du bitte deinen Pulli ausziehen? Hat die so einen? Nein, mach ich nicht. Okay. Weil hier hast du schon mal dein eigenes Sperma probiert. Gut, so fangen wir dieses Video an. Leute, lasst mal ein Like da, wenn ihr schon mal euer Sperma probiert habt. Was geht, Leute? Jetzt willkommen zu einem wunderbaren kleinen Egg-Crime-Intro. Ich hoffe, im Hintergrund schreien, Leute, Konfetti. Vanessa, Konfetti. Vanessa, Konfetti. Twerking Vanessa. Hi, ich habe kein Intro mehr. Es fuckt mich so krank. Nee, komm. Bräuchte es aber sowas wie... Pissnacken. Was geht ihr? Pissnacken. Vanessa ist heute endlich nicht hier, denn ich bin bei Vanessa. Ich bin heute endlich bei Vanessa in Berlin. Vanessa hat ihr eigenes Buch rausgebracht von ihrem Kochformat, Wie schmeckt's? Und das Buch haben wir hier. Dieses wunderschöne Buch ist jetzt zu erhalten in der Beschreibung. Erster Link. Und da gibt es so tolle Sachen wie, komm, eins verraten noch. Da gibt es die Pasta von Susi und Strolch, also von euren Lieblingsserien aus der Kindheit, aus der Zukunft und Filmen gibt es geile Gerichte. Vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, welches Rezept aus dem Buch Freddy mal nachmachen soll. Finde ich gut, würde ich nämlich machen, wenn ihr alle nachgemacht, dann habe ich nämlich 4 Monate Content. So, also, Vanessas Lieblingsessen ist nämlich... Pommes! Das wäre der wackste Shit, jetzt einfach nur Pommes warm zu machen. Das ist so wie Mo, der hat einfach Pizza warm gemacht. Wirklich? Ja. So voll die krasse Food-YouTuberin. 935 Seiten über irgendwelche geilen Gerichte. Was mag ich am liebsten? Warum Pommes? Ich bin ein einfaches Mädchen aus Tschechien. Ich komme aus Polen! Ja, das ist doch das Gleiche. Adolf Hitler und... Gut, Hitler-Referenz haben wir auch, check. Mein allerliebstes Lieblingsessen ist Poutine. Und zwar habe ich das in Köln entdeckt, im Frittenwerk, in der Straße... Ehrenstraße. Foodradar liegt auf der Couch. Kelly hat mir das damals gezeigt und ich habe mich so darin verliebt, seitdem koche ich das ständig. Stimmt, und das ist eigentlich ein kanadisches Gericht und deswegen auch Pommes als Basis. Auf die Pommes kommt Soße. Jeglicher Form kann man machen. Wir machen heute Bratensoße. Wie machen wir Bratensoße? Lava, dafür gibt's Packungen. Und darauf dann Mozzarella. Mozzarella. In Light, damit es schmeckt. Und dann darauf noch Kräuters, ne? Das ist nicht Light, das ist laktosefrei. Ja, das ist ja wie Light, das ist ja auch nicht richtig. Mozzi Gang. Ach, und Petersilie, das ist Ingwer. Sieht aus wie so eine perverse Frau, die so... Stimmt, die so abstützt und hier das Bein so eingeknickt und so. Frage von den Zuschauern ganz kurz. Ist Mozzarella nicht eh die ganze Zeit schon laktosefrei, weil der Käse fermentiert ist? Dann könntest du nicht Mozzarella laktosefrei kaufen. Na klar. Ach, um Geld zu verdienen. Um Geld zu verdienen. Habe ich noch nie was von gehört. Geld? Also ich glaube, Mozzarella ist ein bisschen zu kurz verarbeitet. Schritt Nummer 1. Ofen aufheizen. Wie wir probieren, 3 Zutaten auf 10 Minuten zu strecken. Hast du Backpapier zu? Ja. Umluft 180 Grad. So. Rufst du mich, wenn du fertig bist? Ich habe echt Hunger und muss noch ein bisschen meine Möse kraulen. Ich habe einen neuen Trick. Das ist ein super Trick. Ich öffne alles, ich öffne nichts mehr so. Was war ein Kommentar? Ich bin komplett aufgewühlt. Hä, Tanzi redet ständig davon, dass er masturbieren kann. Also. Ich habe ja nicht gesagt, dass du nicht sagen kannst, dass du deine Möse kraulst. Aber ich fand den Kontext gerade spannend. Besonders, weil du sagst, du kraulst deine Möse und nimmst dann erstmal so eine Kinderschneidenschere mit. Ich geh mal masturbieren. Jetzt brauchen wir ein Backpapier. Wie du glaubst, dass wir den ganzen Zwischenscheiß nicht mit reinschneiden, aber das wird eh passieren. Das Muschikraulen bleibt drin. Jetzt brauchen wir ein Backpapier. Das ist doch kinderfreundlich. Holy sh**. So. Mikado. Schnick, schnack, schnuck. Schwierig, ne? Weiß nicht, wo man anfangen soll. Ach komm, der ist doch... Ja, hab aber. Ah, ja. Das war schon... Was ich aber sagen wollte, guck mal, wie wenig Zeit das Rauskippen gerade gedauert hat. Ja. Die holen wir jetzt gerade wieder auf. Scheiße, sind die wirklich schon 10 Minuten? Was?
Wollen wir die einfach mal zählen? Ja. Ich hab's gewonnen bei Mikado. Kleiner Tipp, um Zeit zu sparen, kann man auch schon die gefrorenen Pommes reinmachen und nicht drauf warten, dass der Ofen vorgeheizt ist. Hä, aber wie viel länger wird das denn dann? Also ernsthaft jetzt, weiß ich wirklich nicht. Ich mach immer Vorheizen. Also bei gefrorenen Sachen vorheizen macht nicht Sinn, weil in der Zeit, in der sich das aufheizt, taut das quasi auf. Rein da. Nee, echt? Ich mach immer in vorgeheizen. Nee. Aber ich bin auch sehr kartoffelig bei sowas. Witz, weil das sind Kartoffeln. Jetzt müssen die Pommes in den Ofen. Rein da, in die Möhre. Okay, Google, stelle einen Timer auf 20 Minuten. Okay, 20 Minuten. Und es geht los. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein 20-Minuten-Video. Ja. Tja, und bei dir so, die letzten Tage? Ja, die... Alles gut, die Kinder stressen ein bisschen. Ja? Ja, einen verprügelt den Kleinen. Ja, du, den hast du aber auch nicht impfen lassen, ne? Hab ich gesehen. Ich bin Impfgegner, ja. Du bist ein Impfgegner, ne? Ja. Ist fast gestorben, habe ich letztens. Nee, die Frau hat auch gesagt, die macht jetzt dieses flache Erde-Ding und wir probieren das einfach mal. Ah. Und, Seid ihr schon an den Rand gekommen? Oder sucht ihr den noch? Nee, wir suchen noch. Wir haben jetzt so einen Alaska-Trip gebucht. Für die... Mit einer Drohne aber, ne? Ein Schmetterling drin? Nein, das ist eine Fliege. Es ist eine Dreitagsfliege. Ich schwör's dir, seit 3 Tagen ist eine Fliege in unserem. Wie lange lebt eine Fliege? 24 Stunden. Eine Fliege? Ja. Nein, eine Fliege, eine Obstfliege lebt 24 Stunden. Eine normale Fliege lebt schon deutlich länger. Gerade wenn die ein bisschen was zu fuhen hat. Eintagsfliege? Ja. Woher kommt der Begriff Eintagsfliege? Ja, von einer anderen Fliegensorte. Aber die du hier drin hast, das habe ich gesehen, aus dem Augenwinkel. Das ist eine, die lebt richtig lange. Jetzt müssen wir die Mozzarella-Packung aufschneiden. Das überschüssige Wasser rauskippen. Jetzt machen wir ein kleines Kochduell, würde ich sagen. Finde ich gut. Absolute gleiche Voraussetzungen. Hä, als ob du zweimal gleiche Messer gekauft hast. Das nur damit Kelly irgendwie mitmachen konnte bei irgendwas, wie sie sich nicht blöd fühlen. Halt's Maul! Würfel? Ja. Ich habe noch nie Mozzarella geschnitten, möchte ich kurz sagen. Ne? Tja, 1, 2, 3, go. Hallo, nicht abgucken. Aber der ist sehr dankbar, weil der laktosefreie ist nicht so gut wie der von den ganzen teuren Marken. Die guten Mozzarella, die zerfallen richtig beim Schneiden. Ich kenne mich ja wirklich nicht aus, ne? Ich esse ja normalerweise keinen Mozzarella. Weil ich hasse ja Käse. Aber das schmeckt nicht wie Käse. Ja, ja. Bereit? Schmeckt ja gar nichts eigentlich. So ein ganz leichter Milchgeschmack. Ich würde sagen, ich habe definitiv gewonnen, weil mein Mozzarella ist aber gemein. Stimmt, aber meiner ist auch echt ekelhaft. Ist jetzt schon wieder was, wo ich sagen würde, ja, das kann ich schon dazu essen, wenn das jetzt ein bisschen mehr wäre. Weil ich habe davor immer so Probleme gehabt mit ein paar Gerichten, weil ich dachte so, ich mag die Sachen nicht mehr. Willst du ein Stück haben? Ah, die wunderbare Kelly. Mach den Mund auf. 3, 2. Ich hab ihn voll ins Auge geworfen. Oh, okay, bereit? Ich hab Angst, dass du mir das so einen Drachen wirfst und ich mich das verschlucke. Nicht schlimm. Kelly hat gerade die Frisur von dem verrückten Reisenden von Zurück in die Zukunft. Mal Zunge mal rein, dann hat man ein größeres Loch zum Rein. Wir müssen schnibbeln. Na klar. Klein schnibbeln. Ja. Hast du so ein Profimesser, weil du machst schon viel länger Kochi-Kochi als ich. Profimesser. Das muss so richtig schön fein sein. Fühlst du dich manchmal auch so, wenn du Essen zubereitest, gerade so mit frischen Kräutern zum Beispiel wie jetzt, ne? Fühlst du dich dann so, gerade bei Suppen, dass du so wie so eine Hexe bist oder so? Ich hab das so oft, dass ich mich so richtig krass fühle, wenn ich so Möhren und so da reinmache und dann so kleines frisches Kraut da so zuschneiden, denke ich mir immer so, fuck, Alter, du bist so drin, du bist so die Bibi Blocksberg gerade des 21. Jahrhunderts. Ja, aber weil wir in unserer Generation kaum noch kochen und so richtige Sachen kochen. Mega, ja. Und sobald wir wieder Dinge tun, die so normal sind, so... Ja, fühlt sich wie so ein scheiß Schamane, der so am Wochenende so Lab-Roleplay scheiße. Safe, macht. Ja. In den Topf kippen wir jetzt 2 Packungen Bratensoße. Das schickt mir einfach meine Oma gerade mitten im Video. Wer ist das? Keine Ahnung, was das für ein Kind ist. Okay, Google, stopp den Timer. Boah, Alter, die sehen ja richtig krass aus jetzt. Das ist jetzt eine Bratensoße? Ja. Ich glaube, ich habe mir das mal gemacht in meiner Studentenzeit. Gute alte Pommesgewürzsalz. So schmeckt es wie von der... Aber machst du da drüber oder in so einer Schüssel und dann macht man immer so rüber? Nö, ich mach so rüber. Alter Vater. Das ist ja so rot sogar mit so Paprikazeug schon drin. Das ist so wie bei der Currybude, so weißt du, wie bei der Pommesbude. Geil. Nee, einfach so. Tiefe, flache Teller finde ich persönlich am besten, weil dann gibt es keinen Pommesmatsch. Es gibt einen Trick, den ich eigentlich anwende. Ja. Der beste Trick. Und dann fällt das an den Seiten. Ach nee. Und dann... Laber. Oh, die sind richtig gut! Oh, probier mal ein! Ich sag doch Bio. Cheers. Cheers, Prost. Hammer!
Wir haben Backofen-Muffins geschaffen. Du hast gerade ein Kochbuch rausgebracht, was wir promotet haben. Und wir freuen uns über Backofen-Pommes. So, jetzt machen wir uns schön Mozzarella. Schmilzt der? Kann ich einfach von diesen Cherry-Cokes essen? Nein. Ja. Trinken? So, jetzt kommt da Mozzarella drüber. Das ja. Können wir deins auch machen. Okay. Einfach so, wie viel ich möchte. Mhm. Mach schön, ja genau, schön so, ja. So? Ja. Hab gemacht. Mehr müssen wir. Da fehlt ein dritter Teller. Du darfst mitessen, Mann. Und jetzt? Schöpfkelle oder so rauf die Möhre? Nee, rauf die Möhre. Hab ich Schöpfkelle gehört? Ich komme. Oh Mann, das ist einfach so drin. Das ist ja der Traum von jedem Schwaben, Alter. Fick mein Leben. Warum gibt's das? Warum hat du das kannst hier ohne, mit weniger Soße. Nee, ich mehr Soße. Ich bin ja Schwabe. Oh, stimmt. Schwabe ist immer Soße drauf. Gönnung. Ich möchte auch ganz viel Peter bei haben. Weil nach wie vor, davon kann man high werden. Ne? Das schärft die Sinne und so. Wenn du viel Petersilie buffs, dann gibt's so... da reden wir immer ganz viele Videos drüber, weil wir probieren, high zu werden von Petersilie. Oh. Wir sind die Basics. Nee, aber es gibt wirklich Drogenberichte, wo Leute ganz viel Petersilie gegessen haben und die meinten, dann nehmen sie so alles wahr, wenn sie in der Bahn sitzen und so, dass die Sinne also voll krass geschärft werden. Ist auch voll schlecht für die Organe, wenn du richtig viel Petersilie baust. Ich wollte es gerade. Und du so, au, direkt so ein Strauch im Maul. Aber komm. Sieht gut aus. Auch so gut für ein Thumbnail. Nee. Ui. Sieht so lecker aus. Das sieht wirklich unfassbar gut aus. Kelly, du darfst essen kommen. Wir probieren jetzt. Eine Gabel, man braucht eine Gabel. Mhm. Also man muss das richtig genießen. Jetzt bin ich richtig gespannt. Und wir haben ja noch das größte Schleckermaul von allen. So, ja. Und jetzt schön so in den Käse, in die Soße reindippen. Alles Käse so rein. In die Soße. Und ich habe so ein bisschen Soße, richtig? Ja, genau. Alles so zusammen? Ja. Wenn das jetzt scheiße schmeckt, Vanessa, ne? Warum? Das würde mich enttäuschen. Ja. Mmh. Das ist die geilste Komödie. Bramso ist ein bisschen zu flüssig, die hätte man noch ein bisschen mehr kochen können. Damit aber der Rest ist geil. Ich würde mir das persönlich, glaube ich, noch weitermachen, also mehr Shit rein, aber das ja dann jedem selber überlassen. Das ist ja im Prinzip basismäßig für alles. Ja, viel Salz. Habt ihr die gesalzen? Mhm. Mhm. Aber ich finde es geil, ja. Ich finde es auch geil. Oder gerade so mit dem Mozzarella, wenn man sich so einen einzelnen Stick dazu nimmt, dann geht der so richtig perfekt auf die. Ist auch gut, wenn man den Mozzarella nicht so kalt hat. Mhm. Dann wird er noch ein bisschen schmelziger. Ich bin richtig zufrieden jetzt. Wirklich? Hm? Das ist genau meins. Das mit viel Soße ist genau meins. Ich finde aber... Bei der auch. Die ist genauso. Ich finde, das ist so ein richtiges Wohlfühlessen. Ja. Ja. Das isst du so abends auf der Couch und bist so... Mit so einem Film, mit so einer Serie. Weißt du, was das für eine Selbstfindungsphase war, mein Lieblingsessen herauszufinden? Ich dachte immer, dass es Lasagne ist, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich schon seit Jahren nicht mehr gerne Lasagne esse. Mhm. Aber Lasagne brauchst du auch den hier und habe nichts. Ich habe alles irgendwie so, okay, Burger, nee, mag ich schon, aber das ist mein Lieblingsessen. Und irgendwann dachte ich so, Putin mache ich mir ständig. Wladimir Putin, mein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen von Putin. Ich finde es aber schön, wie Kelly immer wieder zurückkommt und dann doch noch eine Gabel nimmt. Ich mache mir eine Ehre. Mir auch. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir ein Video zusammen machen, wo wir irgendwas kochen. Dafür werde ich sorgen. Dafür sorge ich persönlich mit meinem Namen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut auf jeden Fall bei Vanessa vorbei, kauft Vanessas Buch, um wirklich mal ein paar geile Rezepte auch abzustauben. Jetzt wisst ihr ja, wie das hier gemacht wird. Von uns selber höchstpersönlich. Oh Gott, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut vielleicht auch bei Kelly vorbei, die sich immer wieder in dieses Video geschlichen hat. Warum? Vanessa kann auch was alleine machen, Kelly. Nein. Darf ich Tschüss sagen? Wie soll ich Tschüss sagen? Tschüss! Tschüss! Achso, kauf mein Buch. Mega, oder? Hammer. Lecker. Wisst ihr, was mir am meisten gerade stört? Was? Dass ich gerade in dem Ausschnitt, der hier rausgeschnitten wird, auf so einer Pornoseite gerade hochgeladen werde, neben dem Ausschnitt und einfach hier so als unbeteiligter Typ stehe. Guck mal, jetzt will ich ein Stück von einem Kuchen essen. Oh! Das machen wir einfach auch mit in das Video, ist mir jetzt alles scheißegal. Ich habe euch ein Dessert gemacht. Alter, das kann nicht dein fucking Ernst sein. Ey, ich schwöre, ich bin da schon an einem normalen Schokoladenkuchen gescheitert. Was ist das hier? Oh, und besser, am besten werden die Pommes auch noch, wenn sie so sapschig werden. Und jetzt mache ich das jetzt aus, kann das nicht mehr verantworten. Okay.
Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.